Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout 4 mit Preston und hier ist ein Terminal zum Entsperren. Oh oh. Also ich habe mir ein Video angeschaut. Ich weiß jetzt auch, wie es geht. Und man kann noch mehrere Versuche rausfinden, wenn man auf solche da drückt. Stil. Treffer 0. Und jetzt ist es so, das S darf nicht am Anfang stehen. Ich kann mal durchgehen. Ask. Ich habe Stil gehabt. Treffer 2. Bei Asked. Ah, oh, Asked. Snare. Kann es nicht sein. Start. Auch nicht. Nasty. Kann es sein. Treffer einen. Also auf jeden Fall das A oder das S ist dabei. Das kann es nicht sein. Das auch nicht. Nee. Das S ist dabei. An dritter Stelle ist das S. Also ja, ich bin wahrscheinlich wieder falsch. So wie ich mein Verständnis kenne. Units. Ja, ich bin wieder falsch. Ich drücke mal hier. Fehler. Ne, ist leider nicht. Da markiert es mir schon mal den Ausgang. Der wäre natürlich geil zu sehen. Den muss ich haben. So, dann habe ich gelesen, es ist für 10 Sekunden gesperrt. Dann kann man wieder ran. Kein Problem. Scope. Ein Treffer. Swords. Ein Treffer. Stars hat 3 Treffer. 3 Buchstaben. Das muss man doch jetzt hinkriegen. Dead. Geschafft. Ja, schön. Protektorensteuer. Persönlichkeitsmodus auswählen. Eigentlich würde ich gerne mal was anderes nehmen. Nehmen wir doch mal Rechtsvollzug. Und Einheiten aktivieren. Hast du was Nützliches gefunden? So, da haben wir ihn. Schön. Der wäre nämlich hier drin vielleicht nicht mal so schlecht. Achtung, die Behinderung eines Strafverfolgungsroboters stellt eine Straftat dar. Den können wir jetzt auch angreifen. Also, der kann auch uns angreifen. Habe ich vielleicht den falschen Modus, aber wir sehen dann mal den Modus endlich. Okay, da ist natürlich eine Tür. Das ist aber, glaube ich, der Ausgang. Kaffee. Kanne nehmen wir mit. Sprengstoffkiste. Schön, da haben wir schon wieder Granaten gefunden. Das sind die Fleischsäcke. Boah, hier, Alter, hier ist ja... Hier kann ich gar nicht sein. Blah. Hier ist aber auch nichts, hä? Gut. Alle. Die Fleischsäcke sehen schon übel zugerichtet aus. Die holen sich einfach Fleisch zum Essen. Unglaublich. Da haben wir Öl gefunden, glaube ich. So, dann würde ich sagen, ich gehe mal hier hoch. Ich speichere mal. Laborstation, okay. Da muss ich dann selbst mal noch austesten. Oh, Falle. Waffenwerkbank, okay. Gehen wir doch mal hier. Ist das das Dach? Ich denke mal ja. Achtung, dies ist jetzt eine Gefechtszone. Es drohen... Oh, Scheiße. Ich glaube, ich habe eröffnet das Feuer. Shit. Hier nach oben. So,
So, hier zum Supermutanten. Den man nichts klauen kann, weil wir es schon gemacht haben. So, jetzt sind wir natürlich am Arsch. Ich nehme die... Ne, ich nehme die Laser. Hier, diese. Ah, da steht er. Ja, Preston ist schwer verwundet, kümmert keinen. Die Supermutanten müssen weg. So, hier. Oh, Atemal halt. Alter, das kann doch nicht sein. Komm her, du Bastard. Hallo? So, der ist tot. Da ist auch noch einer. Die haben hier eine ganze Stellung, die Supermutanten. Also das sind die, die hier so Fleisch fressen. So. Jetzt voll auf dem Kopf, natürlich, hoffentlich. Ich darf hier nicht so viele Schüsse verteilen, sonst... So, der ist weg. Headshot. Zweifacher Schaden stand da, habe ich nicht gelesen. Oh shit. Alter! Noch ein Schuss, komm schon! So, die habe ich auch. Vielleicht keine Schüsse mehr, aber die ist einfach so geil, die Knarre. So, die blase ich das Hirn weg. Früher oder später müssen wir rauskommen. Der ist da auf der Treppe, was macht er da? So, da unten sind da noch welche. Da ist auch noch ein. Wie langsam die auch rumlaufen, irgendwie, ja. Oh shit, falsche Taste. So, jetzt muss ich mal schnell. Ich will noch ein bisschen. Ein paar Schüsse will ich noch haben. Oh shit, jetzt schießt er auf mich. Ne, komm besser, die andere Waffe. Jetzt genau habe ich natürlich die Scharfschützenwaffe zu Hause gelassen. Ist ja klar. So, da ist er nicht, da ist er. Komm her, du Sack! Schießen die da unten auch noch? Ja gut, Preston wird ja wohl rum hier irgendwo sein. Oh shit. Von zwei Seiten. Ah, jetzt stirb doch mal, du! Alter, ich kann dem ewig in den... Oh shit, hab ich nicht. Wir waren immer noch auf der Haltetaste. Scheiße. So, endlich. So, da ist wartet aber schon der. Aber hier kann ich ja. So. So, keine Waffe mehr leider. Es ist wieder mal kacke. Mit der ist er so kacke, das kannst du gerade vergessen. Gehen wir mal hier runter. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber könnt ihr mal versuchen hier schnell mal was essen. Ja, ich wollte auch nicht schnell reisen, ehrlich gesagt. So. Ich muss mir dann auch was... Oh shit. So, das könnt ihr haben hier. So, jetzt brennt ihr mal hier, Säcke.
Alter, wie die draufholzen. So, einer ist tot. Ich speichere mal hier. Nur so aus Sicherheit. Oh shit, ja. Deshalb. Ich nehme was essen. Alter, ist das hier. Tolles Krallensteak. So, bist tot. Da wartet schon der nächste. Ich lade mal nach. Das Haus ist gar nicht mal so schlecht. Habe ich denn überhaupt noch Molotow? Ja, ich habe noch welche. Gut. So, ich heile wieder auf. Bin gerade ein bisschen benommen. Alter, das kann es doch nicht sein. So. Also die Granaten werfen ist ein bisschen anstrengend hier. Das kann man also in Wolfenstein besser. Obwohl man da nicht so viele hat. Oh ja, wir sind stark angeschlagen laut der Grafik. So, jetzt nehmen wir durch den Stimpack. So, geht's uns wieder viel besser. So, jetzt ist die Frage natürlich. Ah, warte mal schnell. So, sind immer noch hier. Und jetzt sind wir auch noch in ein scheiß Haus drin. So, ich gehe einfach mal. Wenn ich jetzt hier lang gegangen wäre vorhin, dann wäre ich voll am Arsch gewesen. Oh, da habe ich was Cooles gefunden. Weiß ich noch. Alle. Ah, scheiße. Wollte das machen. Nachladen und jetzt. Super Mutantenhund. Immer noch Gefahr. Alter, wie ich hier auseinandergenommen werde. Unglaublich. Ich bin auch der noobigste Player. Ne, nicht ganz. Da ist noch einer. Der hat noch halbes Leben. Wo ist denn unser Roboter? Der könnte uns doch hier helfen. Warte, da draußen ist was. Ja, Preston, schieß doch mal. Und hier flimmert's. Aha, aha. Hm, war wohl etwas übervorsichtig. Nee, warst du nicht. So, wir gehen noch was hier rein. Nur schnell, um wieder... Nee, ich muss gar nicht mehr aufs Dach. Eigentlich. Der andere ist noch hier, oder haben sie den abgeschossen? Könnte auch sein. So, wir gehen noch was raus. Das war jetzt pure Action hier. Wo man natürlich als Fabian oder Fabian LP wieder voll abkacken kann. Aha. Plötzlich fällt ein Mann vom Himmel. Also. So. Ja, auf jeden Fall, da drin ist noch einer. Wo sind wir denn genau? Mal schnell schauen. Wir sind daran vorbeigelaufen. Da wäre noch ein... Wir müssen da drüben lang. Jetzt wollen wir aber zuerst hier das Gebäude auseinandernehmen, wenn wir schon hier sind. Ah, hier. Hat's ihn erledigt. Der war also Netzteil und Stahl. Immerhin. Der war also nicht so stark wie angenommen. Naja, er hat uns immerhin ein bisschen geholfen. Das war die Soße hier. So, weiter Sprung. Preston, komm doch hierher. Psst, hier. Ah, so geht das ja. Ja, bleibt einfach da stehen. Super. Alles muss man hier wieder selbst machen. Was? Wer da sein? Oh shit. Das auch noch ein automatischer Roboter. Hat mir ja gerade noch gefehlt. Hier sollten wir nicht lang. Hierher, Mensch, Mensch, wieselige Menschen.
So, nicht mehr viel, glaube ich. So. Also hier, ganz ehrlich, hier ist die Grafik ein bisschen verpackt. Also hier kribbelt alles und bewegt sich alles. Da sollte man ein bisschen nachhelfen mal. Oh shit, das war jetzt nicht toll. Wie soll ich denn den so sehen, wie das ganze Gebäude... Ah, da ist er. Gut, so treffe ich den nicht groß. Oh doch, der hat nicht mehr viel. So, da habe ich dich. Wo sind deine Fallen? Blutsack. Gut, es sind nicht alles Menschen, die sie da haben. Auch Maulwurfsrattenfleisch war jetzt da. Die nehmen einfach alles, was sie kriegen können. Aber natürlich auch Menschen. Die hätten auch uns genommen. Ah, naja. Oh shit. Alter, hat mich das jetzt erschreckt. Weil da könnte er ihm. Ja, da ist wieder was im Wasser irgendwie. Also im Wasser will ich sowieso nicht lang gehen. Denn da kriegen wir sowieso eine Vergiftung. Aber es scheint auch da unten was zu sein. Vielleicht so ein Mega-Viech, wie er uns da angegriffen hatte. Als ich voll drauf ging. Einen Aufzug hätte es hier auch. Ich nehme aber lieber die Treppe. Der obere Stock ist eingestürzt. Aber hier ist doch noch einer. Oder ist der liebe Preston unterwegs? Aha, hier oben windet es. Ich bin gerade ein bisschen leise. Boah, da gibt es wieder Kohle. Nichts. Ah ja, Preston kommt. Und kommt nicht hoch. Also die KI ist teilweise ein bisschen automatisches Impro-Gewehr. Na gut. Gibt's überall. Okay, aber schöne Aussicht hier. Hier ist wieder eine Waffenwerkstatt. Ja, die waren ganz schön gut hier versammelt. Ja, wir haben da die Versammlung ein bisschen aufgelöst. So, jetzt schaue ich mal schnell da drüben nach. Wo war das? Das muss irgendwo da hinten sein. Es ist nicht weit von hier. So, da ist natürlich der Pressen. Wir schauen schnell da unten noch. Alter, mach doch nicht solche Geräusche. Was willst du damit? Mitnehmen und essen zum Frühstück. Oh. Aha. Ja. Ich gehe natürlich nicht mit dem Aufzug, ist ja klar. Aber andererseits würde ich mich schon Wunder nehmen, was da unten ist. Da unten. Okay, da sind glaube ich wieder die Wände verbuggt. Aha, also das Gebäude ist ganz schlimm hier. Kann ich denn hier irgendwie Generator, Pumpe anlassen oder so? Nicht. Okay, schade. Habe gedacht, vielleicht um das Haus abzupumpen. Säge. Oh ne, das will ich nicht. Anscheinend wurde die Stadt aus irgendeinem Grund nicht von den Bomben getroffen. Diese Stadt. Wie kommst du darauf? Ah, hier ist die Säge. So. Und was sind das für Supermutanten? Also Preston. Was sind das für Supermutanten, die hier sind? Es gibt Fragen über Fragen. Das ist der untere Stock. Gut, viel zu sehr gibt es hier, glaube ich, eh nicht. So. Nuka-Cola. Schau schnell auf die Karte.
Aha, sie ist links von uns. Ah, blöd. Das heißt da hinten. Ja, stimmt, die wurde... Die Stadt sieht nämlich noch relativ gut im Zustand aus, aber trotzdem eigentlich völlig zerstört. Wow! Warte mal. Bissige Alpha-Mischling. Wo bist du? Pressen. Geh suchen. Ihr habt den Gegner aus dem Blick verloren. Ja, ich auch. Ich glaube, ich gehe da mal hoch. Bingo. Ich glaube nicht, dass der da hochkommt. Immerhin ist es nur einer. Ja, wo? Da hinten? Ah, ich kann hier weiter hoch. Ach so. Da ist er, aha. Alter, lass unseren Preston in Ruhe. So. So, der hat sich eine gute Beute. Die müssen wir uns schnappen. Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Die Plünderer sind ja auch noch hier. Die Karte, es ist genau da vorne. Rider Psycho oder Psycho. Ne, ich habe ja keine Sniper. Aber ich habe eine Molotov. Ha, 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 ha. Legendär, wer ist mutiert? Was ist der? Hä? Der ist mutiert. Was? Oh shit, ich sollte mal was fressen. Also ja, sorry, ich sage immer fressen, aber. Steampack rein. Er ist mutiert, was heißt das? Dass er. Ach, er ist sehr stark bewaffnet. Es ist über. So, das kann. Also nicht mal getroffen. Ach so, der ist. Der ist nicht treffbar so. Okay. Nein, keine Munition mehr. Planke, also ganz ehrlich. Nehmen wir doch mal die. Alter, die ist so geil. So eine geile Waffe, Alter. Da ist ja noch einer, so einer. Da habe ich nur noch einen Schuss, das bringt eh nicht. Da habe ich noch viele Schüsse. Nur sollte ich noch was essen. Alter, wir gehen bald die Steampacks aus. So weiter geht hier. Dafür sparen wir. Ich hab ja. So, jetzt hier, Torso. Das hat überhaupt gar nichts gebracht. So, Preston schießt auch schön drauf. Er ist abgelenkt. War abgelenkt vielleicht auch. Aber der muss ja richtig gutes Zeugs haben. Dass der so gut ist. So. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange hältst du noch durch? Jetzt habe ich nichts getroffen. Also der wiederbelebt sich ja. Kann es ja nicht sein. Mit dieser scheiß Waffe treffe ich den eh nicht. Also teilweise zum Kotzen hier. Oh. Ich glaube, der ist so etwas wie wir. Der kann sich gut heilen. Wenn er sich da hinten versteckt da. Aber die Waffe ist auch cool eigentlich.
wenn ich treffen würde, also. So, jetzt habe ich dich bald, du Sack. Ach stimmt, es ist ja auch fest. Alter, hau doch nicht ab. Yeah! 25 EP, Alter. Die Musik hört aber nicht auf. So. Ha? Werkzeugkoffer, schön. Alter, du Sack, du mieser Sack. Wilder Ghoul. Ich stoße vor der Bordkarte hier. Alter, nee, scheiße. Ach nee, ich war zu blöd. Nein. Ah. Oh nee, wo sind wir jetzt wieder? Ich bin einfach zu blöd, um zu speichern. Zwar, nee, es speichert doch jedes Mal. Wenn ich im Pip-Boy... Nee, alle 10 Minuten, glaube ich. Scheiße. Alter, sorry, tut mir leid. Nein. Sonst machen wir das im Schnellverfahren hier. Ich was höre. Jetzt ist die Scheibe noch nicht draußen hier. Jetzt ist sie draußen. So, die habe ich. Endlich stehen bleiben, blöder Mann. Blöd, nennst du mich? So, hier haben wir, glaube ich, eh nichts gefunden. Nur hier die Kanone. So, der kommt jetzt gleich die Treppe runter. Gehen wir dem mal entgegen. Der ist schon über, aber den kriegen wir locker. So, also der andere ist ganz was anderes dagegen. So, und das Speichern. Schwer verwundet. Ja, ja. So, wir gehen noch schnell aufs Dach hoch. Nur wegen der Waffe da. Nein, wir hätten die Daumen gehabt, da kommt so ein blöder wilder Ghoul und alles ist wieder vorbei. Scheiße. Und mit der Nahkampfattacke bin ich einfach so schlecht. So, da liegt nichts. Gut. Der hätte nämlich so top Ausrüstung gehabt. So, jetzt gehen wir hier wieder runter. Ich muss mir das unbedingt merken. Vielleicht kann ich das auch einstellen, dass es ein bisschen öfter speichert. Gut, jetzt weiß ich immerhin, was da kommt. Und verbrauche vielleicht auch nicht ganz so viele Steampacks. Also, das sehe ich erst jetzt. Blöd, so. Aha, auch nicht schlecht. So, hier. Alter, dafür kriegen wir jetzt Schaden von dem, oder wie? Also, der scheint uns irgendwie, wenn wir springen, nicht so zu treffen. Ja, dann nimm ihn! Nee, keine Munition mehr. Scheiße. Also irgendwie. Das ist ein komischer Hund. Alter, wieso treffe ich den nicht? So kacke unterwegs heute. Das sieht man mal, wenn man die Rüstung, die Power-Rüstung nicht anhat, ist man echt kacke unterwegs so. Also eigentlich, dann ist man unterwegs wie die anderen. Wir steigen aber bald auf. Okay, nochmals. Scheiße. Weißt du was? Diesmal warten wir ein bisschen, bis Preston auch da ist. Haben wir ja letztes Mal auch gemacht. So. Dann wechsle ich mal schnell die Waffe. Auf diese hier. Ah, da läuft auch noch einer, okay. Also die Stadt hier ist außer. Also
Boah, Alter, wie ich den Kopf weggesprengt hat. Bam! Boah, Alter, das war gar nicht vier Schüsse. Also der Hund, der ist irgendwie... Boah! Alter, der hat mich fast wieder gekillt. Der ist irgendwie komisch, der läuft weg. Da kommt er plötzlich wieder. Wieso in aller Welt ist er nicht so cool wie letztes Mal, wo wir ihn von oben erledigen konnten. Das war auch mal cool. Der stirbt auch nicht, der ist bissig. So. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Psst. Schieß los. So, nichts. Das überlassen wir auch nicht den Plünderern. So, ich habe leider keine Steampacks mehr gleich. So, jetzt wieder die gleiche Taktik wie letztes Mal. Wir gehen hier nach oben. Nur jetzt wird es viel härter, weil wir weniger Leben haben. Also insgesamt. Der Ghoul, der bleibt hier da oben. Zum Glück lief ich nicht da nach oben, sonst hätte ich den auch noch an der Angel gehabt. Gut, natürlich, das war schon mal scheiße, das war nicht getroffen. Warte mal. Da ist ein legendärer Gegner, geh mal dahin. Und ich muss mir mal den Quickslot einrichten, sobald ich Pause habe. Für was haben wir eigentlich noch Munition? Hier, 111. Alter, wie viel Schaden der macht. Das ist unglaublich. Der kriege ich nie da und so. Weißt du was? Schau mal schnell auf die Karte. Hier kommen wir doch wieder mit der Powerrüstung, kommen wir her und räumen hier auf. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon wieder am Ende der Folge. Kann ich schnell reisen? Ja, kann ich. So. Die Kronkorken von Nuka-Cola-Flaschen sind jetzt, nach dem großen Krieg, die am häufigsten verwendete Währung in den ganzen USA. Aha, die waren von Nuka-Cola. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Wir reisen nach Hause. Da werde ich eine Pause machen, also nur eine kleine. Wir werden mal Inventar aussortieren, ist ja schon wieder... 200 von 250, genau. Und nächstes Mal gehen wir mit dem Superanzug wieder dahin. Da will ich sagen, danke fürs Zuhören. Und sorry, dass ich so schlecht war, diese Folge. Wir haben ja praktisch nichts geschafft. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.